Neben vielen dunklen Daten, die in diesem Jahr Gedenkstatus bekommen haben oder bekommen, wie zum Beispiel der Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 oder positiv der D-Day, die Landung der amerikanischen Truppen an der Küste der Normandie, gibt es ein anderes Datum, 225 Jahre Französische Revolution. Die Französische Revolution war die Revolution der Franken, sagte Johann Georg Adam Forster, ein deutscher Naturforscher, Ethnologe und Reiseschriftsteller, Sohn eines evangelisch reformierten Pfarrers, der eine wahnsinnig spannende Biografie hat, der nämlich von seinem Vater, der zwar Theologe war, aber eher an Naturforschung interessiert war, schon im Alter von 10 nach Sibirien geschleppt wurde. Nein, nicht verschleppt, mitgenommen auf eine naturwissenschaftliche Studienreise und der später mit Mr. Cook um die Welt segelte und notierte, was sich alles ereignete. Und man kann ihn mit Fug und Recht den Erfinder des Wissenschaftsjournalismus nennen, weil er nach dem alten Plädoyer sagen, was ist, sagen, was du siehst, beschrieb, was er sah und es nicht gleich bewertet. Er wurde dann Professor in Mainz als Protestant und hat dort mitgewirkt, 1792 an der République des Mayences, an der Mainzer Republik, der ersten Republik auf deutschem Boden, die sich nach Paris orientierte. Und er schrieb einen wunderbaren Text in diesem aufkommenden deutsch-französischen Feindschaftsverhältnis. Die Franken sind nicht unsere Feinde, die Franken sind unsere Brüder, auch wenn sie gallo-romanisch, also französisch, reden. Und ihre Edelsteine, Fraternité, Liberté, Egalité, werden nicht schlechter, wenn wir sie in Deutsch Brüderlichkeit, Freiheit, Gleichheit nennen. Forster hielt an den Idealen der Revolution auch dann noch fest, als viele zur Zeit Robespierre sagten, das siehst du doch, was da draus wird, das kann doch nicht gut gehen, wir brauchen den gerechten König. Noch was anderes. Er schrieb seinen Freunden in Paris, die gegen den allerkatholischsten französischen König und seine katholische Staatskirche opponierten und sagten, wir brauchen keine Religion mehr, gerade auch in der Umgebung Robespierres, ja den Kalender umstellten. Da gab es dann keine Kalendermonate mehr mit diesem christlichen Hintergrund, sondern es wurde alles neu definiert. Und er sagte, gegen eine Staatskirche und eine Königskirche zu sein, ist das eine. Ihr müsst aber wissen, es gibt ein anderes Bild von Kirche, die Kirche des Volkes, die Kirche auch der Reformation. Und das versucht er ihnen zu vermitteln zwischen dem König als dem, der sagt, ich bin die allerkatholischste Majestät und der Bestimmer und der Idee einer offenen Kirche, in der auch Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit herrscht, dies zu vermitteln. Er hörte nicht auf, daran zu glauben, dass es diese Hoffnung geben muss und geben wird, und verteidigte diese Hoffnung nach innen wie nach außen. Er ist nicht sehr alt geworden. Bevor er absehen konnte, was werden kann, Alter von 40 Jahren, 1794, also vor 220 Jahren, starb er. Forster, ein großer Deutscher, ein großer Europäer, ein Vermittler, ein Pontifex, ein Brückenbauer zwischen den Welten, ob in Australien als Reiseschriftsteller, ob in Paris als Freund der Franken, ob in Mainz als protestantischer Christ. Wir sollten ihn nicht vergessen. Schauen Sie mal rein. Sie werden auch im Netz Texte von ihm finden. Seinen großen Essay über die Franken, unsere Brüder zum Beispiel. Lassen Sie sich anfassen von Forster.